nach Meister Austria Memphis, der ja auch in der Tabelle führt, zeigen. Und zwar die Spiele Tirol gegen Salzburg, dann Rapid gegen Stahl Linz, Steyr gegen Austria und das große Grater Derby GAK gegen Sturm. Beginnen wir gleich in Innsbruck am Tivoli. Dort spielt der Dritte gegen den Zweiten und die Innsbrucker klarerweise der große Favorit, obwohl Casino Salzburg im Frühjahr die beste Auswärtsmannschaft ist. Aber die Bilanz sieht gar nicht gut aus. Der letzte Auswärtssieg liegt 17 Jahre zurück und es kommt noch dazu, dass Otto Baric zahlreiche Verletzte zu beklagen hat. Und so hat Robert Scheiber, Ersatzlibero für Herbert Weber, wieder einmal die sehr schwierige Aufgabe, eine neu formierte Abwehr am Tivoli zu organisieren. Aber dieser Robert Scheiber kommt immer hochmotiviert als Tiroler in Diensten von Casino Austria Salzburg ins Tivoli-Stadion. 12.000 Zuschauer am Tivoli Austria Salzburg ersatzgeschwächt, ohne Leiner, Feiersinger, Keglewitz und Weber in Violett von rechts nach links spielen. Der FC Swarovski ohne Backhold und Hartmann, die nur die Ersatzbank drücken, in den weißen Dressen. Einwurf für die Tiroler. Streiter, Gegenspieler von Scheiber in der Libero-Position bei den Tirolern und wird gefault. Freistoß für die Tiroler. Michael Streiter, Linzmeier, Kirchler, Mario Posch, 1:0, erste Minute, 1:0 für den FC Swarovski, Torschütze Mario Posch. Das Tor in der Wiederholung, zu kurz die Abwehr der Salzburger, Kopfballvorlage von Kirchler. Mario Posch schießt Volley, Ilsanka berührt den Ball aber zwar noch, aber 1:0 nach einer Minute. Ein Tor, das aufatmen lässt, ein Tor, das durchatmen zulässt. Jurcevic. Casino Salzburg nun offensiver, aber vor dem Strafraum und im 16er der Tiroler wenig gefährlich. Michael Bauer, Torschütze zuletzt im Länderspiel Österreich gegen Wales. Angriff der Salzburger. Stadler. Wilfurt gefault, Freistoß. Reisinger. Toller Schuss und genauso toll pariert von Milan Orace im Tor der Tiroler. Das Spiel wird härter. Böses Foul von Stadler an Kirchler. Freistoß für die Tiroler. Linzmeier, Kirchler, wieder Kirchler, Watzinger, Stocher und Westertaler zu kurz, zu spät, Gegentorhüter Herbert Ilsanker, kein Tor vom Casino aus der Salzburg. Kirchler, langes Solo. Wattener. Das Spiel geht weiter. Rassig, spannend, ausgeglichen. Bauer. Guter Schuss. Knapp am Salzburger Tor vorbei. Halbzeitstand 1:0. Die zweite Spielhälfte. Backhold nach 8 Minuten für Rudi Gusnik ins Spiel gekommen. Und die Tiroler, angetrieben vom Publikum, sie machen Dampf. Kirchler, mit links geschossen, 53. Minute, 2:0. Für den FC Tirol, Torschütze Roland Kirchler. Scheiber gegen Bauer, Schiedsrichter Forstinger entscheidet nicht ganz zurecht auf Freistoß. Scheiber ärgert sich, sieht gelb. Wilfurt reklamiert, sieht rot. Ab der 59. Minute, Salzburg nach dem Ausschluss von Wilfurt nur mit 10 Mann. Otto Baric reklamiert und wird auf die Tribüne verwiesen. Viel Wirbel um die 59. Minute am Innsbrucker Tivoli. Hörtnagel, für den verletzten Linzmeier gekommen. Hörtnagel gegen Keglewitz und Elfmeter für den FC Tirol. Keglewitz fault Hörtnagel, 71. Minute, Backhold, 3:0. 3:0 für die Tiroler, nach 71 Minuten Torschütze Peter Backhold. Das Spiel Innsbruck gegen 10 Salzburger, angesichts des 3:0 entschieden, britische Stimmung am Tivoli. Und gegen 10 Salzburger spielt Tirol groß auf. Backhold, 80. Minute, 4:0. Herrlich gemacht von Peter Backhold. Den Ball mit der Brust gestoppt, sofort geschossen.
Ilsanker geschlagen. 4:0 für die Tiroler. Streiter, hervorragend heute auf der Libero-Position. Flanke und Handspiel von Binwinkler. Wieder Elfmeter. 86. Minute. Zweiter Elfmeter in diesem Spiel nach Handspiel von Binwinkler. Wieder wird Backholt schießen. Binwinkler, Unglücksrabe. Backholt, der FC Swarovski, schlägt Casino aus der Salzburg höher als erwartet mit 5:0. Ja, und damit bleiben die Tiroler sozusagen dran. Große Frage, kann das auch Rapid?